long ago, the world prospered and humanity thrived thanks to a power known as mana. However, humans soon sought to use mana to create the ultimate weapon, a floating battleship called the Mana Fortress. This greedy arrogance angered the gods, who in turn unleashed vicious beasts into the world. A violent war between the mana beasts and the fortress engulfed the world in poison and fire until mana had all but disappeared. In humanity's bleakest hour, a hero wielding the mana sword appeared and destroyed the fortress. The world was left in shambles, and yet humanity persevered, and there was peace throughout the land. But as time passes, so history repeats. Hey! Guys! Wait! Up! Whoa! Shh! Be quiet, stupid! If the Elder finds us here, we're done for. Yeah. We're not supposed to be here. Everyone in the village knows about the ghost. You really believe that old fib? The grown-ups just say there's a ghost to scare us away. But I did hear Grandma say she saw something shiny by the falls when she was little. Maybe it's treasure. Let's go find it. Help! I'm gonna fall! Hallo und herzlich willkommen bei Part-Time Insane. Und wir sind auch schon direkt am Anfang von dem versprochenen Let's Play zum Remake von Secret of Mana. Wie ihr wahrscheinlich ohne Verwechslung hört, ich bin die Mira. Vor uns haben wir Randy oder Randy oder Randy. Ich habe den Originalnamen beibehalten. Und wir schauen uns noch um. Ich finde es süß, wie alt die Grafik noch wirkt und gleichzeitig wie neu. Also das Wasser, das sie schimmert, aber dann doch diese nicht ganz so perfekten Figuren. Wir haben ja schon bei Shadow of the Colossus gesehen, wie Remakes auch aussehen können. Aber jetzt schauen wir mal, was diese Welt für uns bereithält. There's no way back up. Now what am I gonna do? Ja, wir suchen die einen kleinen Weg. Und sofort ist Musik dabei. Okay, aus dem Fluss kommen wir nicht raus. Dann laufen wir doch mal durch den Fluss. Aber hier kommen wir raus. Ach. Suche ich mal was zum Hacken. Ah,
are you? And what's the sword doing here? Too bright! What's with this light? Oh, ghost! Listen. I entrust the sword to you. Huh? What do you mean? What's up with this sword? The light's fading already. Oh, I have to get back to the village! Also der Geist könnte wirklich mal einen Halsbonbon gebrauchen. I can cut my way through with this. Maybe. X. Whoa! What's a rabbi doing in a place like this? Ein Mümmler. Oh, aua! Oh, muss ich diese armlichen Viecher umbringen? Arme süße Fischer. Oh. Aua. Oh, warum sind das zwei? Mach euch Friedhof, ihr süßen Hasenfischer, Blobs. So. So. Dieses Piepsen irritiert mich. Und hier Gemüse, böses Gemüse. Hinter mir. Hat der mich jetzt gebissen, die Sau? Attacke! Das ist dich. Ich hab ein Bonbon gekriegt! Ja, mich kann man mit so kleinen Sachen echt die Freude machen. So. Tod dir, der Hase! Ich finde die Trefferpunkte echt niedlich. 3, 2, 1. 3, 1. Oh, noch ein Kistchen. Noch ein Bonbon. Aua, aua. Chaka, hast du davon? Ah, nein. Sorry, ich musste gerade niesen. Ich muss immer niesen, wenn ich spiele. Ah, okay. Gut, wenn ich pause. Ah, okay. Au!
war aus Versehen. Oh. Jetzt weiß ich auch, was das Piepsten ist, nämlich das Aufladen der Prozent. Aber meine Waffe ist geschwiegen. Ah. Rostiges Schwert. Naja, wir machen einfach mal weiter. Ich hoffe, dass ich irgendwann eine Erklärung kriege. Und wenn nicht, irgendwann erkläre ich mir das selbst. Au. Du. Vieh. Ich finde echt niedlich, wie der die Kisten schüttelt. Wie ich an Weihnachten. Oh, schüttel, schüttel. Au! Du blödes Hasenscheißvieh! Ich weiß, ich sollte länger warten. Au, ihr seid Hasenscheißviecher. Bumm. 4 GM gefunden. Du. Noch ein Bonbon. Scheiß Vieh. Ich bin ja auch fies zu den Viechern. Hallo Oma! Did you Oma? See that? Something lit up the sky near the falls a moment ago. I have a bad feeling about it. Ja, ich hab auch ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Ich hab ein Schwert gekriegt. Hey! Stop playing with that sword before you hurt someone. So, ich muss mal schauen. Ja, da will ich doch gar nicht hin. Sound. Sorry, ich finde die Musik leider echt schön, aber doch ein bisschen zu laut. Bleib mal beim Remake. Na, es ist gar nicht so einfach, beim Remake zu bleiben. Ja, es blüht doch alle. Dass es Abbrechen heißt, irritiert mich. Weil Abbrechen heißt für mich immer aufhören. Ohne Änderung speichern. Oh Gott, das ist so ein süßes Spiel. Bin ich da auch rein? Nö. Okay, im Dorf können wir nicht mit Schwertern fuchteln. The Elder was looking for you. What did you do this time? Dummheiten. Warum tanzt du so doof? Musst du auf Toilette? On an errand for the elder? Don't dawdle. Welcome. What'll it be? Ja, kaufen wir sofort.
Heilkräuter. Engelskelch. Bandana! Lederoverall. Bonbon! Ja, geh mal mit. Nö. Come again. Geh wieder. Bye bye. Ich hab halt die Angewohnheit, immer in irgendwelche Häuser reinzugucken, wenn ich in einem Dorf bin. Wer bist du denn? There's an unfamiliar face in here. He looks kinda scary. I don't know. Ist das ein Pilz oder ist. Ach, das ist glaube ich ein Katzenhut. Tag. Hallo? Hallo? I think that guy is a knight. What's he doing in a little village like ours? Wollt die Alte mich ignorieren? Nein, nicht rausgehen! Wieder nein! Warum tanzt der Händler? Warum tanzen die Händler an sich? Oh, it's you. Elliot just stopped by, but he didn't look too good. What happened? Tim und Tom waren eben hier. Und er sagt Elliot. Also, okay. Können wir drüber reden? Müssen wir nicht. Sagen wir mal dem Hallo. Tag. Er sagt gar nichts. Schön. Dann gehe ich halt. Kannst mir mal. Tim und Tom. Elliot. Ich fasse es immer noch nicht. Was ist das? Schlaf, ich schlaf. Ja, und er muss auch auf die Toilette. Alle Händler müssen auf die Toilette. Stay the night? Nö, ich habe bestimmt irgendwo ein Haus. Nee, speichern brauchen wir noch nicht. Aber gut zu wissen, wo man pennt, kann man speichern. Habe ich wahrscheinlich bis morgen wieder vergessen. Da läuft wer? Oh, da steht wer. Wahrscheinlich sagt er, ich kann nicht durch. Help! Monsters have surrounded the village! We'd better stay inside until we know what's going on out. Okay, what's going on out there? Oh, you're all right. Elliot just told me what happened. Elliot. Tim und Tom. I thought you were a goner. That's why I told you not to bring someone like him along. You idiots. None of you were supposed to wander into that area. You idiots. What's that you have there? Oh no, it couldn't be. Cool! Did you find the treasure? Way to go! What have you done? That's the mana sword! There's no way you could have pulled it free. Yeah, ich bin halt toll. Mana sword? But legend says the village will be destroyed if it's removed. Yeah, scheiß auf die Legende. I never thought it'd come to this. The mana sword is said to protect the village from disaster. Aha! So you're the reason all those monsters are attacking us! Yeah, but ich mach die auch Moose. You yanked out the sword and doomed the whole village! It's your fault, you outsider! Ach, outsider? Excuse me? Ow! Hey, ow! Stop. Shut up! Ow! It's all your fault! Aua, aua, ich hänge fest. Oh. An earthquake! Oh. Nein, ich habe mich nicht erschreckt. Help! I'm a monster! You have a sword, why don't you use it? Can you hear me? Calm down and study the enemy's movements to look for an opening! Ow. Wo springt der hin? Ah, au! Jetzt bin ich bewusstlos. Darf ich aufstehen? Fuck. Entschuldige. Hallo! Takes more than that! Au, au. Diamantrakete? I'm finished.
to my advice. Clear your mind. Wait for your power to return to 100%. Then be sure your aim is true. Es ist gut, der erste ernsthafte Kampf und ich bin schon tot. Take more than that. Einmal gesterbt. Yeah, feier mich. Schwertorb. You did well. Wait there, I'll pull you up. Danke. Jetzt kann er plötzlich mit mir reden. Stay back! I didn't do nothing! Du hast mich gehaut! Blöder.